Hallo, das ist Wolfgang und herzlich willkommen zum Kampf im Manager-Turnier gegen Kev. Und zwar sind wir im Finale und ich zocke mal dasselbe Team vom letzten Mal. Aber das war ziemlich geil und wir gucken mal, wie wir spielen werden. Ja, Kev ist, ja, okayer Spieler. Ich räume mir da gute Chancen an, aber komm mal, wenn was er zocken wird gegen uns. Ich denke mal, vom Matchup her sieht das jetzt gerade nicht mal so schlecht aus. Ich finde, to be honest, das Medicham richtig scary. Aber da können wir mit Fini, denke ich mal, drumherum spielen. Da müssen wir halt ein bisschen gucken. Sieht jetzt erstmal nicht so schlecht aus, vor allem Megavinus mal wieder. Aber wir haben halt, wir müssen gerade schon viel von Tram behalten, aber wir haben auch viele. Es ist schon okay, ist schon okay. Es ist nicht so besonders nice, aber es ist auf jeden Fall okay. Ich würde Typ anders mit Fini leaden, weil ich finde, das hat ein gutes Lead-Matchup. Das besiegt halt so die ersten drei auf jeden Fall gegen. Das vierte kannst du auch was machen, es kann gegen fünf. Das ist eigentlich alles gegen alles gut, bis auf Tank. Können wir auf Vino gehen. Typ Fini ist richtig nice. Klar, Fini wird nicht immer leben, aber deswegen ist es halt auch ein nicer Lead, weil es erstmal alles in der Theorie zumindest nice speeden kann, deswegen lieben wir auch damit. Er liebt Medicham, das ist okay. Ich würde straight Moon lassen und dann knocken, weil er halt einem erstmal fake-outen wird und dann switchen wird und dann wollen wir mit Knockoff auf jeden Fall das Item entfernen. Das ist auf jeden Fall der Play und jetzt knocken wir auf jeden Fall den Switch. Also relativ klar, weil er möchte halt nicht gemoomlastet werden. So, Medicham ist halt so richtig nice. Und wenn er attackt, was will er da machen? Keine Ahnung, das sollte eigentlich passen. Also bin ich mal gespannt. Ja, Knockoff ist auf jeden Fall der Play. Weil er halt in Tank gehen wird. Probably könnte in Tran gehen, wenn er unbedingt möchte, aber you know. Ja, genau, geht in Tank, kriegt erstmal die AV weg. Das ist nice für Ninja. Das ist, to be honest, richtig nice für Ninja, weil Ninja ist ein gigantischer Threat, fällt mir gerade auf. Holy shit. Thank God, dass wir die AV weggehauen haben. Das hilft uns, to be honest, richtig viel in diesem Game. Wenn wir jetzt ein eigenes Ninja wegbekommen haben, dann können wir unseren fast gewinnen. Wird jetzt ein. Na, Vino ist halt sehr obvious, ne? Das heißt. Hi, wir gehen in Vino. Ich habe überlegt, ob ich jetzt halt genau das hier predict. Aber wir könnten immer noch traden, Jump gehen, das ändert halt nichts. Kriegt halt seine Rocks, kriegen aber unsere Rocks dementsprechend, das ist schon okay. Er forst mehr Switches, aber na, eigentlich ist das so. Ja, drückt Wait, never mind. Drückt das. Okay, Taunt ist fein. Er geht probably jetzt in Lando Tank oder sowas. Ich gehe einfach mal in Lando. To be honest, das sollte fein sein. Ich würde jetzt einmal HP eisen. Wenn was will er gehen, wenn, dann geht er halt in sein Tang. Wir haben ihn leider nicht. Ach, wir haben ihn leider nicht intimidiert, whatever, ne? Wir sind Scarfage bei, sollten ihm viel Damage machen. Das ist halt noch nice, ein bisschen zu chippen. Können seine Rocks hier legen, aber ich glaube nicht dran, dass er darauf Rocks hat. Die hat er probably auf Chomp. Würde ich mal behaupten, er ist schneller Scarf. Also wir sind sogar slower Scarf. Ja gut, nicht Uten, aber Scarf war ziemlich obvious hier auf dem Set, aber egal, passt schon. Vielleicht denkt er sich, dass er Garchomp gehen kann, das wäre ganz nice. Es hat nicht mehr AV-Tank. Ja. Sollte passen. Mal gucken, was er machen wird. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Geht in Tank auf, frisst eine HP. Also ist okay. Weil, ja, okay, das macht nichts. Ich meine, muss rein theoretisch wieder doublen. Ich würde wieder in Vino gehen, weil bisher ist das noch fein. Ich meine, klar, er kann super in Trend doublen. Das ist super obvious, dass wir in Vino gehen. Aber genau wegen sowas und Lead Shield können wir das jetzt halt machen. Weil das würde er halt nicht immer machen, you know. Und HP Ice of Guard schon richtig scary gewesen. Das haben wir zum Glück jetzt verhindert. Und ja, auf Turn kriegen wir Lead Shield. Das ist nice, dass wir chippen den. Können wir Safe Guard schon gehen, kriegen die Rocks. Das ist schon mal alles ziemlich nice. Wenn der Rock Tick muss er nochmal Prozente nehmen. Das mag halt alles gar nicht. Und dann kriegen wir halt Rocks und noch viel schlimmer für ihn, das to be honest. Drücken wir Magmus nochmal, das ist okay, weil wir mit durch Lead Seed müssen Recovery kriegen. Kriegen jetzt auch die Rocks. Das ist, to be honest, gar nicht mehr so nice für ihn, weil er hat uns quasi Rocks gegeben. Und Magmus Storm ist zwar nervig, dass wir den nämlich genommen haben, aber wir haben ein bisschen Recovery mit Lead Seed. Dementsprechend ist das okay. Ja, also alles gut. Der ist ja auch Lefties her dran, das ist gut zu wissen. Magmus Storm Lefties. Sie muft dann immer noch auf Chom vermutlich und geht aber an Medicha. Das ist vollkommen okay. Finde ich, to be honest, von ihm ein bisschen wild. Ich glaube nämlich, dass ein EQ mit Draftskin ihn killt, ne? Und, er weiß auch noch nicht, welchen Z-Move ich unbedingt hab. Wenn er jetzt, okay, never mind, killt ihn nicht mit Draftskin. Wird aber einfach Fini gehen. Sollte fein sein. Wird halt, genau, Fakeout oder so, drücken ist vollkommen fein. Drücken einfach Moonblast hier. Ja, wir drücken Zen, aber wir kriegen Moonblast. Ah. Das ist richtig unfortunate, weil mit Moomblast hätten wir den probably ausgenockt. Und jetzt, das ist nervig. Er kann halt noch missen, ne? Aber das ist halt schon echt annoying, dass wir den hier
Oh, ja, okay, Justice. Das ist fair. Gut. Das war komplette Justice, also dementsprechend, ja. Ich glaube auch, dass wir gekillt hätten. Ich kill das mal ganz kurz. Ja, war eine Roll. Okay, ne, war mal, wir haben ein Problem. Ne, ein Problem nicht. Doch. Ja, gut. Wisst ihr, da ist ein Rocks reingekommen, ne? Da war schon Rocks drin, ne? Das ist noch Rocks. Hatten wir eine sehr gute Chance, dass wir ihn killen. Ja, ne, dann never mind. Dann war alles fair. Ja, aber es ist auf Rocks im Medi gewechselt, ne? Das heißt, 100% war. Na, ist fair. Ist aber fair. Wir haben gemisst und hätten danach Ergest Jump oder irgendwas gehen können. Ist komplett fair, würde ich mal sagen. Ja, dementsprechend alles gut. Keepen Fini ist eigentlich ziemlich super und Medicham, gigantischer Threat ist weg. Wir müssen irgendwann mal anfangen, Dark Move zu spammen, glaube ich. Aber Rocks, wie gesagt, helfen uns gerade auch sehr viel in diesem Game. Nicht wie gesagt schon, aber helfen uns auf jeden Fall in diesem Game. Das ist ganz nice. Mal gucken, was er jetzt machen wird. Ja, das Ding ist halt nice, ist, dass Ninja uns auch noch nicht killt. Ja, warum er da Educate hat? Ist besser als auf Zen Ninja oder so, aber keine Ahnung. Ja, egal, passt. Hätte auch senden können müssen und so. Dann hätte er nochmal senden können, das wäre auch fein gewesen. Es geht halt ein Garchomp. Ich überlege, den jetzt zu sacken. Weil Garchomp sonst scary ist, weil wir schon Damage mit Lando genommen haben. Ja, müssen, I guess, Moom lassen. Ich möchte den aber auch nicht sacken, ne? Wir bringen dann Range, dass wir einfach Dark Pulse drücken können. Da hat er keinen geilen Switch in. Ich glaube, Damage ist nice. Okay, killt uns, das ist ein bisschen unfortunate. Wir haben leider keine Ice Beam. Das wäre jetzt ganz nice. Aber ich würde U-Turn sagen. Weil wir ihn ein bisschen rausforcen. Selbst wenn er drin bleibt, ist vollkommen fair, weil er dann in Ninja Range ist. Und das ist das Einzige, was ich machen möchte. Ich möchte ihn noch nicht mal killen. Ich möchte einfach nur in Ninja Range springen. Und dann ab Dark Pulse drücken. Das sollte ziemlich nice sein. Das Fini Down ist ein bisschen schade. Aber ist vollkommen fein. Würde ich mal behaupten. Selbst wenn bringen wir ihn. Das macht gar nichts. Warum hat das so wenig? Ist das ein Destin? Warte mal. Das ist einfach nur Garchomp. Das ist einfach nur Garchomp. Okay, never mind. Ich würde jetzt einfach Ninja gehen. Weil ich glaube, dass Ninja. Ah, es ist wirklich nervig, dass wir jetzt nicht. Dass wir jetzt keine Hydro Pump haben. Hydro Pump killt garantiert, würde ich sagen. Ja, Surfer. Wie hoch ist er denn? Ah, leider nicht, ne? Oh, das suckt gerade hart. Ja, aber Celesteela ist trotzdem fein. Ich krieg jetzt Rocks, drückt jetzt die. Aber er killt uns nicht mit Rocky um sie, würde ich mal behaupten. Ja, behaupten oder kelken? Das ist natürlich jetzt mal auch so ein Ding. Ich sollte das besser mal kelken. Ja, plus 1 killt uns nicht, das ist gut. Leech mit den kriegen eine Recovery ab, sie kommt. Aber das ist fein, weil Continental tanken wir auf jeden Fall. Aber macht eine Menge Schaden, holy shit. Aber wir kriegen Leech Seed Recovery, das ist gut. Und können einmal Tekken und reintötchen. Oder Lando oder Tekken ist halt unser Play. Ich würde den noch keepen wollen, weil er noch ein Monster reinkommt. Geht in Ninja. Das ist okay. Können dann in Vino gehen. Das ist komplett fein. Und Ninja Chip ist nice, weil wie gesagt, der ist das einzige Mal, was uns ein bisschen da noch vom Dark Pulse Sweep abhängt. Dass wir ihn jetzt ein bisschen gechippt haben mit Leech Seed ist nice. Das heißt, jetzt ist er endlich in Range von Ninja. Das war eigentlich das, was wir haben wollten. Und Ninja sieht halt richtig nice aus, wenn wir das richtig spielen. Und Vino auch, to be honest, weil, ja, sein Abfall ist Trend Lefties und so weiter. Das ist gar nicht mal so nice für ihn. Drückt Border Schuppen, ja, das ist aber fein für uns. Wir können jetzt aber Leech Seed wieder drücken. Da hat er halt nichts wirklich, was er reinholen möchte. Wir können rein natürlich double den. Warte, das ist das Specs. Ich kenne mal, ob das Specs Image ist, weil dann können wir in unser Ninja eigentlich gehen. Venusaur Mega. Greninja. Water Shuriken. Wie viel? Achso, 6% bei 3. Ja gut, dann ist das Specs. Ja, dann doublen wir raus. Gehen Ninja und können jetzt einfach Specs Surfer abfeuern. Und Pression auf jeden Fall was. Und Tangrowth möchte auch nicht unbedingt in Specs Ninja reinkommen. Und sollte erstmal nice sein. Und zack den. Perfekt. Das heißt, wir kriegen die Ash-Entwicklung. Das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Das heißt, wir sind jetzt auch stronger als alles. Ja, das gefällt mir richtig. Das gefällt mir richtig. Das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Weil der sieht jetzt halt richtig threatening aus. Ich würde auch jetzt einfach in Celesteela gehen wollen. Weil U-Turn dann Play ist. Ich möchte noch keepen, weil Dark Pulse Spam eher der Play ist. Könnten auch, weil wir Garchomp nicht brauchen, aber U-Turn in Garchomp gehen. Um den nochmal ein bisschen zu chippen. Hm. Da
haben wir einen 7-Move. Es sollte eventuell sogar der Play sein, weil Guard schon nicht mehr so wichtig ist. Drück Edge noch viel besser. Jetzt können wir einen Rocky im See raushauen. Ja, da keinen geilen Switch hin eigentlich. Für Rocky im See, ja. Der Tango ist aber nice. Wir kriegen super viel Damage auf dem und der kann sich, muss sich halt hoch regeneratern wegen Ninja. Das ist halt nice, dass wir den jetzt hier damagen. Macht nicht viel Schaden. Du könntest hätte gedacht, das macht mehr. Aber jeder Chip ist wichtig und richtig. Hätten wir es dienen sollen eventuell. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass das... Das Ding ist halt, er hätte halt auch Guard schon gehen können. Dann wäre halt kacke gewesen. Ein richtiger komischer Circumstance. I guess dann hätte man aber nicht zu Rocks. I guess ist Diva richtig gewesen. Dann hätten wir den einfach wegbauen können. Also okay, geht ein Guard Chomp. Wir haben leider keine HPIs. Das heißt, er kriegt hier leider Rocks. Aber das ist okay. Ja. Und das Nice ist halt eigentlich, Lando können wir to be honest, eigentlich HPIs drücken. Und oh, er drückt EQ, perfekt. Auf HPIs hat er keinen geilen Switchen aus dem Ninja, aber Ninja kommt wieder in Rocks rein und so. Ninja ist noch so eine, ist seine einzige Dark Resistance, den Ralf reinzuholen, ist to be honest nice. Wenn der Tangrowth geht, dann frisst er halt Rocks plus HPIs und das macht ihm halt netto eigentlich gar nichts. Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Ja, nee, gefällt mir. Nee, das sieht nice aus, geht in sein Land auf der HP, ist ja super, das ist klasse für uns. Weil jetzt ist sein Scarfer weg und jetzt kann er uns halt nicht mehr wirklich revengen, wenn wir in den Ninja gehen. Geht in sein Ninja, aber wir haben ja immer noch unser Vinu. Drückt Dark Pulse, gehen wir wieder. Und da müssen wir auf unseren Ninja gehen, weil ich möchte nicht, dass er sich Ash Ninjat. Und ich glaube, dass. Warte mal, ich möchte mal ganz kurz Ninja gegen Ranger campen. Ja, wir müssen halt Dark Pulsen, ne? Okay, ja, Dark Pulse auch. Das ist auch sein Play, to be honest. Aber das Nice ist halt, dass wir jetzt einen Kill claimen. Muss mit Water Shuriken Revenge, aber dann ist ein Water Shuriken gelockt, was sein Problem ist. Ja, geht ein Tangrowth, aber der Tangrowth werft er ab. Das ist super, das heißt, er ist gone. Und muss halt jetzt Water Shuriken drücken, ne? Das ist halt sein großes Problem. Lass mal ganz kurz überlegen. Er drückt jetzt Water Shuriken, ne? Water Shuriken kämpfe ich mal ganz kurz gegen Mega Venusaur. Venusaur Mega. Water Shuriken killt niemals. Das ist das Wichtige, was ich immer gerade kelken wollte. Gut, falls er was anderes drückt, könnten wir choken, wenn wir jetzt mit. Nee, never mind, weil das Spexis geht das noch nicht mal. Aber wen wollen wir jetzt hier sagen? Lando gewinnt uns das gegen. Ja, Lando gewinnt uns das Game einfach, wenn er irgendwas anderes macht. Garchomp ist ein Speed-Test, das hier kann aus dem. Ja, sagen Garchomp dann. Garchomp ist wieder P-Drück, Dark Pulse ist vollkommen fein, weil er halt Spexis und halt eh nichts mehr machen kann jetzt. Das wir U-Turn jetzt einfach. Gehen in Ninja und haben das Game gewonnen. Und damit, ja, gewinnen wir 4-0 das Game. Das freut mich doch, dass wir das rausgehauen haben. Und, ja. Dann sage ich mal, GG schon mal in den Chat. Und damit haben wir das erste Finals Game gewonnen. War auch das erste, was wir gespielt haben. First Blood. First Blood. Und, ja. Damit würde ich mal sagen, ja. Freue ich mich, dass wir den ersten Kampf im Finale gewonnen haben. Gegen die, Hals oder so. Ne, gegen die Buffties oder sowas. Das Ding ist halt. Ja, was ist denn los? Wie schön finde ich. Das gehört einfach dazu. Das ist halt einfach, wenn der erste Kampf gemacht wurde, dann schreibt man halt First Blood. Das gehört dazu. Ja. Gut. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall und ich hoffe, dass es weitergehen wird. Wir haben halt so im Halbfinale dominiert, tun wir das im Tiebreaker, haben 3-0 gewonnen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns das jetzt schön holen. Da würde ich mal sagen, ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Bis dann und ciao.